Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Vielleicht hast du auch schon einmal so eine Situation erlebt, wo du nicht abgeholt wurdest. Wo du einfach gewartet hast, wo verabredet wurde, du wirst abgeholt und niemand kam. Das löst doch einfach Enttäuschung aus bei uns, ja. Einfach so stehen lassen. Und bei Kindern ist das oft auch sehr emotional, ja. Das löst Ängste aus, Verlassensängste und Enttäuschung. Ich wurde nicht abgeholt. Ich stehe hier ganz alleine, vergessen. Fühlst du dich auch manchmal so einsam und verlassen und vergessen? Und dann sagen dir deine negativen Emotionen, Gott hat dich auch vergessen. Du siehst nur die Sorgenberge um dich herum und alles ist dunkel. Manchmal kommt auch Zorn auf. Zorn gegen Menschen und Zorn gegen Gott. Mit Gedanken, wo bist du denn? Wo bist du, Gott? Warum lässt du mich im Stich? Und ein Mann berichtete uns von solch einem Zustand. Er hat Befreiung davon erlebt und schrieb uns Folgendes. Wegen meines immer größeren Zorns auf Jesus und wegen bislang unerhörter Gebete hatte ich mich an euch gewandt. Meine schwankenden Gefühle von Frust und Wut haben sich in Zuversicht verwandelt. Obwohl noch keine Besserung der Erkrankung eingetreten ist. Ich habe so lange gewartet mit dem Zeugnis, da ich sicher sein wollte, dass die Befreiung von unsagbarem Zorn von Dauer ist. Manchmal kann es uns so ergehen. Unsere Gefühle manipulieren uns oft in einen Zustand, in dem wir die Wahrheit nicht mehr sehen. Die Wahrheit ist, dass Jesus uns niemals vergisst. Wir dürfen in jeder Lage Zuversicht haben, auch wenn uns nicht danach zumute ist. Es heißt sogar in der Bibel, dass wir in seine Hände eingezeichnet sind. Wie kann man es noch deutlicher sagen, dass wir Jesus nicht egal sind? Gott vergleicht das in Jesaja 49, Vers 15 mit einer Mutter, die Erbarmen hat mit ihrem Säugling. Und er sagt Folgendes: Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und das gilt auch dir. Mehr als eine Mutter für ihr Kind sorgt Gott sich um dich. Sollten dich auch Menschen vergessen, Gott vergisst dich nicht. Du kannst nicht einmal fliehen vor ihm. Er ist überall gegenwärtig. In Psalm 139, Vers 7 bis 10, da lesen wir: Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Ein wunderbarer Vers. Ich liebe diesen Vers. Gott ist überall präsent. Er findet dich überall, egal wo du dich verstecken willst. Kein Umstand und keine Entfernung kann dich von ihm trennen. Und David hat das richtig erkannt, dass Gott überall ist und uns nicht loslassen wird. Wo könntest du dich vor Gott verstecken? Nirgends. Gott steht zu seinem Wort und er wird dich niemals verlassen und auch nicht vergessen. Seine Güte und Gnade werden dich niemals verlassen.
Und doch nicht nur in guten Tagen ist seine Güte da. Wisst ihr das? Auch in deinen schwierigen Tagen ist seine Güte da. Seine Güte und Liebe sind auch da, wenn dir deine Gefühle etwas anderes sagen. Wenn du dich schlecht fühlst, verlassen, einsam, miserabel, Gottes Güte und Liebe ist da. Er hat dich auch nicht vergessen, wenn du in einer schwierigen Situation oder hoffnungslosen Situation bist. Und eine wunderbare Geschichte finden wir dazu in der Bibel. Und es geht um einen kleinen Jungen. Er war 5 Jahre alt und er war von einem Sturz an beiden Beinen gelähmt. Eine furchtbare Geschichte für einen Jungen, der in dieser damaligen Zeit lebte. Sein ganzes Leben war ruiniert nach diesem Sturz. Damals gab es keine Hilfe, keine Krankenversicherung, keine Hilfsmittel, kein Rollstuhl oder Ähnliches. Lahme Menschen waren dazu bestimmt, betteln zu gehen. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, als der Lahme vor der Türe des Tempels saß und bettelte. Petrus und Johannes waren da unterwegs zum Tempel. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte. Doch unsere Geschichte hier war anders. Der Name dieses kleinen Jungen war Mephibosheth und er war der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, also ein Enkel von Saul. Und wir lesen das in 2. Samuel, Kapitel 4, Vers 4. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jesreel kam. Da hatte ihn seine Amme aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde. Und sein Name war Mephibosheth. Man kann sich diese Panik vielleicht vorstellen. Diese Nachricht kam, dass Saul und Jonathan tot waren. Und jeder dachte, nichts wie weg hier. Und in diesem Aufruhr fiel der kleine Junge so unglücklich, dass er von diesem Moment an gelähmt war. Und wir würden heute sagen, sein Kindermädchen hat ihn fallen lassen auf der Flucht. Das war in dieser Zeit eine furchtbare Sache, denn er konnte sich bestenfalls mit Krücken fortbewegen. Sonst gab es nichts. Und die Bibel schweigt lange über sein Leben. Er war von den Menschen vergessen. Keiner dachte mehr an ihn. Und er wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Doch Gott hatte ihn nicht vergessen. Auch du bist nicht vergessen, wenn du in einer ausweglosen Situation steckst, wie dieser kleine Junge. Vielleicht hast du auch schon gedacht, jetzt ist alles zu Ende. Niemand kann mir noch helfen. Vielleicht bist du verzweifelt, wie es dieser Junge bestimmt auch war, als er merkte, dass er nicht mehr laufen konnte. Bist auch du an so einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht? Ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Egal, wo du versteckt bist. Vielleicht wirst auch du nicht wahrgenommen. Doch Gott hat dich nicht vergessen. Sehen wir weiter in unserer Geschichte. Inzwischen ist David König über Israel und Juda. Und plötzlich kommt es David in den Sinn. Gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? 2. Samuel, Kapitel 9, Vers 1. David erinnert sich plötzlich, da waren doch noch mehr Familienangehörige.
Lange Zeit ist vergangen und Mephibosheth ist inzwischen erwachsen. Er fristet sein Leben weit ab bei Menschen, die ihm helfen. 2. Samuel 9, Vers 2. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba. Und dann Vers 3 bis 7. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machias, des Sohnes Amiels in Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machias, des Sohnes Amiels aus Lodabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephibosheth, er sagte, siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen. Ein wunderbares Bild auf Jesus, der uns ruft in unseren dunkelsten Stunden. Wenn wir uns vergraben in unserem Schmerz und uns vergessen fühlen, dann kommt eine Einladung zum Tisch des Königs. Den besten Platz, den es gibt, auch für dich. Und an diesem Platz ist alles möglich. Was für eine wunderbare Wende in Mephibosheths Leben. Der König hatte ihn gesehen. Und wenn der König dich sieht, gibt das auch deinem Leben eine Wende. Wenn du dich Jesus zuwendest, bist auch du geladen zum Tisch des Königs. Und hier sehen wir eine wunderbare Parallele. König David rief ihn mit Namen und Mephibosheth antwortete. Und David sagte, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen. Und Jesus ruft auch dich beim Namen. Er kennt deinen Namen. Jesus hat deinen Namen in das Buch des Lebens geschrieben, wenn du dein Leben ihm gegeben hast. Wenn wir zu unserem König Jesus Christus kommen, verändert sich auch unser Leben radikal. Gnade heißt die Wendung. So wie es David auch sagte, Gnade. Und wir erfahren Gnade und alle Furcht weicht. Gnade, weil Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist und siegreich auferstanden. Deshalb fließt Gnade und Liebe in unser Leben. Begnadigt zu sein, kann nur einer verstehen, der Schuld auf sich geladen hatte. Wenn jemand im Gefängnis war und begnadigt wurde, weiß er sicher, was das bedeutet. Vergebung zu erlangen aus lauter Liebe. Aufgenommen in die Familie Gottes. Nicht mehr draußen zu sein, weit weg wie Mephibosheth, sondern aufgenommen in die Familie am Tisch des Königs. Dort ist Versorgung. Und wir lesen dort, dass er alles zurückbekam, die ganzen Felder. Es war Versorgung, nicht nur Versorgung, sondern Überfluss. Da war plötzlich Geborgenheit für Mephibosheth. Nicht mehr Außenseiter, nicht mehr ausgestoßen. Nein, David sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Und das war sicher Balsam für die Seele
von Mephibosheth, der so viel Schmerz und Verletzungen erlebt hat. Vielleicht hast auch du so eine verwundete Seele, hast viel durchgemacht und fühlst dich verlassen und alleine. In Psalm 147, Vers 3 steht: Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Wunden. Auch dein verwundetes Herz bekommt Heilung. Bring deine Verletzungen ans Licht, dass sie heilen können. Die Verwundung deiner Seele, das, was du vielleicht lange mit dir herumschleppst, da, wo dir vielleicht Menschen Verletzungen hinzugefügt haben oder aus der Vergangenheit oder was auch immer. Erkenne die Wahrheit und komm in die Freiheit. Du hast einen Platz am Tisch des Königs. Heilung unserer Seele beeinflusst den ganzen Körper und ganz besonders unser Wohlbefinden. Und zurück zu unserer Geschichte. David sagt zu Mephibosheth: Fürchte dich nicht. Eine wunderbare Parallele zu dem, was Gott oft zu seinen Kindern sagt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. In Jesaja 41, Vers 10, da lesen wir: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wie wunderbar. Und dieser Vers gilt dem Volk Gottes. Und dazu gehörst auch du. Das ist auch Balsam für unsere Seele. Wenn Jesus dich einlädt und sagt: Fürchte dich nicht. Egal, was in deinem Leben passiert ist. Fürchte dich nicht, er möchte dich heilen, er möchte deine Seele heilen. Und diese Zusagen sind aus Gottes Wort. Er stärkt dich, er hilft dir und er hält dich fest. Da ist alles enthalten, was wir brauchen. Und das bestätigt auch Jesus in vielen verschiedenen Begebenheiten. Fürchte dich nicht, sagt er zu dem Synagogenvorsteher, als seine Tochter gestorben war. Und in Lukas 12 geht es um das Sorgen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und er spricht davon, dass unser Leben mehr ist als Nahrung und Kleidung und wir einen unvergänglichen Schatz im Himmel haben. In jeder Lebenslage sagt Jesus: Fürchte dich nicht. Was oder wer kann uns irgendetwas anhaben, wenn der allmächtige Gott mit uns ist? Und wenn wir in unserer Geschichte weiterlesen, lässt uns Mephibosheth in sein Herz schauen. Es ist ein gebrochenes Herz voller Angst. 2. Samuel 9, Vers 8. Da warf er sich nieder und sagte: Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Ist das nicht eine traurige Geschichte? Und man kann hier diesen Schmerz herauslesen und diese Hoffnungslosigkeit, die sein Leben im Griff hatten. Er beschreibt sich als toten Hund, er hatte sich selber aufgegeben. Der ganze Schmerz ist da enthalten, fallen gelassen von seiner Amme, gelähmt, ohnmächtig seiner Situation gegenüber, verletzt und verlassen. Kennen wir das heute auch? Vielleicht fallen gelassen von unseren Freunden, fallen gelassen von unserer Familie am Arbeitsplatz, von Nahestehenden um uns herum. Aber noch viel freundlicher, wie David sich Mephibosheth zuwendet, wendet sich Jesus dir zu. Denke nicht, dass er dich hat fallen lassen. Im Gegenteil, er fängt dich auf. Er sagt: Ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Egal wie du dich fühlst und egal was du von dir denkst,
Gott hat gute Absichten mit deinem Leben. Es gibt auch Situationen, in denen wir uns geistlich gelähmt fühlen. Kennst du das? Ein Gefühl der Lähmung. Es geht einfach nicht vorwärts. Man ist wie erschlagen. Kein Vorwärtskommen und man tritt nur auf der Stelle. Nichts ändert sich. Bleib nicht an dem Ort, wo Mephibosheth war. Vergrabe dich nicht in deinen Enttäuschungen oder in deinen Ohnmachtsgefühlen. Egal, wo du dich versteckst, Gott sieht dich. Du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Er ist allgegenwärtig und er weiß um dich. Er ruft dich, so wie wir gelesen haben. Gibt es vielleicht noch jemand, der übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise? Und ich füge hinzu, um Jesu Willen. Um Jesu Willen bist du begnadigt und du darfst zum Tisch des Königs kommen. Du bist eingeladen. Dort am Tisch des Königs sitzen alle, die zur Familie gehören, Söhne und Töchter. Als Mephibosheth am Tisch des Königs Platz genommen hatte, war alles anders. Seine Würde war wiederhergestellt. Mephibosheth war Königssohn und fristete sein Leben in Abgeschiedenheit und Dunkelheit. Und jetzt war er wieder am richtigen Platz. Seine Angst war verschwunden. Vergessen alle Hoffnungslosigkeit. Die vielen Jahre und er fasste wieder Vertrauen. David sagt in 2. Samuel 9, Vers 10, Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig das Brot an meinem Tisch essen. Ständige Versorgung. Vorher war er Bettler und jetzt war er Königssohn. Du brauchst nicht betteln, komm an den Tisch des Königs. Da ist Versorgung, du Tochter bzw. Königssohn. Lesen wir noch den letzten Vers in unserer Geschichte, Vers 13. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs, er war aber gelähmt an beiden Füßen. 2. Samuel 9, 13. Ein Platz ist frei für dich am Tisch des Königs. Du bist gerufen und eingeladen. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie krank du bist, egal, wie groß deine Nöte und Sorgen sind, am Tisch des Königs ist alles anders. Da ist Versorgung, Befreiung, Heilung und Wiederherstellung. Es gibt nichts, für was der König nicht die Macht hätte. Er hat den Feind besiegt am Kreuz von Golgatha. Und deshalb ist alles möglich und Gnade für alle da. Sprüche 17, Vers 22 zum Schluss. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Schöpfe Hoffnung und Mut. Du kannst die Dunkelheit nicht selbst besiegen, sondern du musst das Licht hereinlassen. Und öffne einfach dein Herz heute für dieses Licht, dass deine Seele wieder heil wird, dass Jesus dich heilen kann heute. Und heute ist dein Tag. Amen.